Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Let's Play Me. Let's Betrust, Trust and Betrayal, Trust and Betrayal, was? So. Wir haben hier den Rathamund, der da so herzlich lacht, und die Sunny. Hallo. Hallo. Wir beiden, und ich bin natürlich dabei. Und jetzt muss ich dem Rathamund erstmal ein paar Sachen hier abbauen, die ich ihm geben will. Oh, du willst mir was geben? Geil. Ach, ich krieg mir einen Büsch oder was? Ja, du kriegst jetzt deinen Busch. Ach, kannst du noch bei den, noch kannst du mir stehen, also ich muss erst noch was vorbereiten, dass ich das. Obwohl, nee, dann kann ich das irgendwann. Ja, bring ruhig, ja. Ich habe ja mehrere Büsche gesammelt in den letzten Folgen zusammen. Okay. Erstmal ihn wiederfinden. Da. Ich brauche Cleanstone. Nichts zu essen im Inventar, was ist denn hier los? Die Essenzen brauchst du nicht, nur den Busch, ne? Genau, nur den Busch, jetzt kannst du haben. Aber dann muss ich sowieso meinen Farm noch erweitern. Im Moment passt da, glaube ich, keiner mehr rein. Ich brauche was zu essen. Wahrscheinlich sind die in der Truhe. Stimmt, ich konnte meine Truhe letztes Mal nicht mehr ausräumen. Ne? Ja, da war was. Ich habe übrigens auch Lehm und hast du nicht gesehen, irgendwie ohne Ende. Ich hab alles ohne Ende. Ja. Mir wäre das ja persönlich auch total lieb, wenn ich einfach alles in dein Lager mit reinschmeißen könnte, muss ich mir keins bauen. Du willst nur meine Sachen ran. Faule Socke. Ja, dann so, ich muss ich auch mal ran. Gucken hier. Weil manchmal fällt diese Stromquelle einfach aus, hier hinten ist sie nämlich aus, genau, warum? Ist das der? Ja, das ist der richtige Stein. Oder? Der ist doch aus, oder? Keine Ahnung. Ist aus. Ja, und was wir ja schon erzählen können, was wahrscheinlich schon bekannt ist, zu dem Zeitpunkt, wo diese Videos kommen, ist, dass Frame raus ist und Dark Hunter. Ja, genau. Die sind beide leider verschieden. Richtig. Die sind aus dem Projekt raus. Und dementsprechend fehlen mir jetzt zum Beispiel natürlich die Gegenstände, die ich bei Frame mit eingelagert hatte. Und das ist natürlich jetzt, also ist jetzt nicht sonderlich schlimm, weil Kaden hat das irgendwie übernommen und kann jetzt darauf zugreifen und so. Und mir sicherlich dann auch erlauben, das Haus zu betreten quasi. Genau, das Haus zu betreten und das mit zu nutzen. Aber es ist natürlich schon blöd, wenn man so eine Sachen irgendwie in einem Gemeinschaftshaus sammelt, dann geht das ja. Aber wenn man das in Privathäusern sammelt und danach nicht rein kann, weil jemand rausfliegt, das ist schon ärgerlich. Ja. Das ist richtig ärgerlich, ja. Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt hier? Welche Maschine? Ich drehe gerade durch. Wieso geht mein... da hätte ich es reinpacken müssen. Ich bin so ein Depp hier manchmal. Ich brauche auch unbedingt... Kann man eigentlich auch Holz schisseln? Ja. Kann man. Da muss auch Wasser hin, wieso ist da kein Wasser mehr? Oh, ich habe gerade alles kaputt gemacht bei mir. Der Cobblestone, ja. Wie mache ich denn das am cleversten? Ich brauche mehr Kisten einfach. Ist so. Kisten sind immer wichtig. Total. Die Lava muss natürlich da rein. So, aber jetzt muss ich gucken, warum läuft die Maschine jetzt wieder nicht? Ach cool. Doch, jetzt geht die wieder. Ich habe mein Holz für mein Dach gefunden, für meine Carpenter's Blocks. Brauche ich einen. Das ist immer gut. Holz. Habe ich noch ein Holz? Habe ich einen Sticky? Habe ich noch einen Stick? Ja. Oh. Wie mache ich denn das hier? Ach, komm mal drauf. Willst du mir nicht einfach eine permanente Erlaubnis aussprechen irgendwie und ich hau den ganzen Kram mit dem ins Lager? Ja, komm, hier hast du meine permanente Erlaubnis. Weil dann muss ich mich nicht... Solange ich meine teuren Rohstoffe mir klaus... Nein, ich frage dann auch vorher mal nach, ob ich das nehmen kann oder nicht. So soll das ja nun nicht sein. Kann ich nicht daneben, jetzt musst du da in die Kiste. Ist der Lava-Fabrikator nicht auch voll mit Lava sein? Fabrikator eigentlich schon. Oder nicht? Eigentlich ja. Ich glaube, das ist mein Dings hier. Zu viel verbraucht. Ich glaube, hier wäre es besser, einen Schalter anzubringen. Ich glaube, das ist besser. Snakes dann hätte. Ich wollte gerade fragen, was zum Geier hängt hier oben? Die sehen ja cool aus. Hä? Das ist auch geil. Ich habe gerade aus Versehen auf einen Carpenter's Block zweimal draufgeklickt mit dem Holz. Ja. Und ist einfach nur ein bisschen größer geworden. Ach, hier ist eine Kiste rumrennen. Warte. Hast du die jetzt eingesammelt? Du hast meine Kiste eingesammelt. Ja. wo schmeiße ich das rein, damit es ins Lager geht? In die große oder in die kleine? In die einen von den drei großen, die da übereinander gestapelt sind. Ach, alle von den dreien gehen? Ja, das habe ich. Ja, klar, du siehst ja, die eine Kiste geht in die andere und immer so weiter. Das ist extra so. Schmeiß einfach unten rein, weil das geht mittlerweile so schnell. Das habe ich gemacht, weil es noch nicht so schnell ging. Kannst du mal reinschmeißen? Kannst du sehen, wie schnell das raus ist. So schnell kannst du gerade die Essenzbüsche reingeschmissen, ne? Ich hab's gesehen, aber es ist sofort draußen, weil ich hab das ja geupdatet. Ja. Ich wollte gar kein Glas haben, oder? Ich wollte was anderes haben. Wo hab ich eigentlich jetzt den Dreck hingetan? Hä? Meine Wolle ist halt ein bisschen Mangelware, ist das Problem.
Warte, Wolle habe ich hier noch zwei, zack. So, ja, ja, das passt schon. Mal mit kleiner Truhe. So, dann hole ich meine ganzen anderen Kram rüber. Ich habe nämlich auch noch so ein bisschen was. Ich brauche unbedingt mal eine größere Truhe hier beim Crafting-Tier, weil da habe ich so das Nötigste, habe ich hier in der Truhe, wenn ich immer das weiß, was ich immer brauche. So, egal, was, siehst du ja dann, wenn du es siehst. Ja. Das ist ja cool. Wenn man quasi einen Carpenters-Block, ich habe hier einen mit, also Stufen, Carpenters-Stufen. Und wenn man da was Holz drauf macht und dann von irgendeiner Seite noch irgendeinen anderen Block dran macht, hat man quasi von vorne Holz, von hinten jetzt in dem Fall Dreck. Cool. Quatsch, so jetzt erstmal. Achso, das ging ja auch noch nicht. So, wo hab ich denn meine Truhe voll machen mit Stuff? Da oben, ne? Wieso hab ich nur noch? Ich hab nur noch knapp 5k Obsidian. Achso, Dings hat ja so viel Obsidian rausgenommen. Drei blaue und drei rote sind da. Guck mal, wir könnten uns betteln. Ja, ja, der hat gerade schon einer gefragt, ob wir Stress haben wollen. Und vorhin wollten sie noch irgendeinem von uns wehtun. Ja, die blauen sind halt fiese Maps, ne? Muss man halt einfach so mal sagen. Aber die sind natürlich bei weitem nicht so stark wie wir, von daher. Richtig, das ist zum Glück nicht. Dann geben wir mal das hier. Bei euch auch so ein Weltuntergang? Wettermäßig? Nee. Überhaupt nicht. Also hier ist total ruhig gerade irgendwie. Ich guck mal raus. Es ist dunkel hauptsächlich. Brauche ich Glas. Zombie, du brauchst da unten nicht vor die Tür zu poltern, ist eh keiner drauf. Brauche ich Glas, Glas, Glas. Steh auf dem Lesen. Und submit. Zack. Danke. So. Den nochmal mit Obsidian und Glaspens. Oh, Glaspens nur. Geil. Nochmal mit. Machen wir gleich. So. Obsidian brauche ich. Davon habe ich ja genug. Ich wollte gerade sagen, 5000 oder was war das? Ja, und das wird stetig mehr. Pass auf, ich habe schon überlegt, ob ich daraus ein Haus baue. Ich wollte gerade sagen, bald gibt es ein Goldschloss reloaded, nur aus Obsidian und nicht aus Gold. Nee, mit Obsidian mache ich dann mir dann die Goldfarm wieder. Weißt du, dafür brauche ich doch. Ah jo, stimmt. Die ganzen Portale. Denk dran, nicht sichern. Du musst keine rote Wolle hinbauen. So, wie kann ich das denn machen? Warte mal kurz. Irgendwie für lustige Kekse. Was hast du? Okay. Macht mein Cleaver kurzen Prozess mit. What? Ach, irgendjemand da drin von euch macht Glas kaputt. Du machst ich war das. Klar. Hast du da hardened Glas? Nee, ach, ein Tank. Ich kann's nicht machen. Ich bin ein Stück weiter weg oben auf dem Berg. Also ich glaube nicht, dass ihr das da unten hört. Wie geht das? Erstmal den ganzen Schrott hier reinschmeißen. Wie funktioniert dieses XP-Drain? Du wolltest die XP-Drain ranmachen? Ups. Ja, hier oben. Ja, kein Problem, Daniel. Du kannst meine Kiste immer benutzen. Muss nur ein paar. Ich verstehe das schon. Anne fragt gerade, sind wir friedlich oder nicht? Sag mal ja und dann bringen wir sie gleich um. Ich wollte gerade sagen. Das ist doch Trust and Betray, also bitte. Ja, deswegen heißt es auch Gewalt im Namen, ne? Weil es ein Friedlich ist. Warte, ich verstehe nicht ein Wort von dem, was du sagst. Ach, so geht's. Sammelt sich da oben was drin, ja, ne? Wo ist meine kleine doofe Kiste da? Ja, da sammelt sich was drin. Ich will mir den Level nämlich, weil ich immer wieder rumschleppe, mal einmal abtanken lassen. Dafür habe ich es gebaut. Ich habe 50 Level, die lasse ich jetzt da reinfließen. Aber jetzt haben wir schon 12.000 Mob-Essenz, Alter. Ich muss meinen Tank noch erweitern. Ich muss gleich noch neue Tanks bauen. Kannst du mal 8 Obsidian ordern gerade? Ja. Lass dich einfach in der Kiste, ich hol mir gleich raus. Weil ich hab gehört, dass du gerade dran bist. Von daher. Obsidian. Zack. 8 Stück. Wer klingelt? Wer klingelt hier? Zum mit. Ich bin. Achso, dann komm auch rein. An die hier in den ersten Raum darfst du eh rein. Hä? Ja, trotzdem, sonst ist die Klingel zwecklos, wenn einfach jeder nur hier vorne reinrennt. Oder ich mach die Klingel hier hin. Nein, du hast meine Kiste.
Hier habe ich ja. Wieso komme ich nicht runter mehr jetzt? Hä? Dann gib mir die Kiste zurück. Geht doch. Ach, guck mal, mein XP-Tank ist fast voll. Ja. Ist das gut aus in der Wand? Der ist XP, voll. So ein XP-Tank in der Wand. Wieso? Pass auf, der eine wird mit 16.000 angezeigt und voll und der andere, du hast quasi zwei XP-Tanks. Der teilt das rein wertetechnisch auf. Nee, das ist insgesamt. Oder? Nee, guck mal, wenn du unten guckst, hat er 16 von 16.000, oben hat er 3.098 von 16.000. Ja, ist doch klar, weil die untersten vier sind jeweils voll und danach kommt der ist halt nicht voll. Ah, naja. Oben ist nur von 16.000, es sind immer zwei zusammengeschlossen irgendwie. Weiß ja wurscht. Ja. So. So, warte mal, dann machen wir das auch noch raus da. Ja, ich glaube, ich gehe mal Richtung Nether und guck mal rein. Oh, willst du mir XP schenken? Ja, ich habe gerade unten aus dem Tank ein Level rausgeholt, das habe ich dir gerade wiedergegeben. Was, klaust du mir einfach ein Level daraus? Jetzt hast du mal einfach draufgeklickt oder was? Ja. Wenn du rechts dich drauf machst, kommst du auch automatisch raus? Okay. Aber das ist ja doof, wenn es dann in dem Vorraum ist, wo jeder rein kann, oder? da muss ich mir was überlegen. Mach doch einfach eine zweite Wand rein. Ja. Am Vorraum. Einfach hier noch eine Wand drüber ziehen. Ja, ich würde mir gleich das überlegen. Der klaut mir, der Dings klaut mir wahrscheinlich alles dann. Der Sprachgewalt. Was? Ich klau dir alles, ja. Das macht jetzt schon wieder da. Ich höre nur die ganze Zeit das Level-Dings da. Ja. Ich schau hier gerade bei Anne, die macht hier so ein komisches Ding. Okay. Ich hab gerade noch ein bisschen was abgegeben. Meinen fast 50 Leveln hier. Das ist aber nett. Der hat auch 50, den habe ich gerade reingeschmissen. So, wieso habe ich jetzt nur 4 Tanks? Ah ja. Ich glaube, ich werde die Mob-Essence-Tank auch hier runterpacken. Dann habe ich einmal eine Wand so, das wird bestimmt geil aussehen. Ah, ich treffe hier die Siegen nicht zu hoch worden. Mein Gott. Ah, ich wollte noch eine XP-Drain bauen, genau, das wollte ich machen, damit es besser aussieht. Ich treffe diesen Porter nicht heute. Los! Mann. Ja, mal gucken, ob ich noch genug Glas habe. Genau, Glas brauche ich. Glas. Borderless, genau. Ich würde mal sagen, so. Das ist immer 8 hoch, dann brauche ich mindestens 16. Damit, so. Jawohl, und dann brauche ich noch ein bisschen Eisen. Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Guck doch einfach bei den Chat. Da steht irgendwas mit wirklich friedlich und irgendwas. Nee, danach stand noch was anderes drin, weswegen ich gelacht habe. Ich bin gerade Daniel ist gerade zu Moon geworden. Zum Hahn. Ich hab hier Team Blau bei mir quasi versammelt. Ach so. Ja, hau drauf. Die sind noch in der Stadt. Kann ich nicht machen. Ja, die trauen sich wahrscheinlich jetzt nicht in Never zu gehen. Pro Schlag kriegt man ein Level wieder, ist ja cool. Ja, so kannst du immer portionsweise das, was du gerade brauchst, rausnehmen. Ja, das war ja auch der Plan dabei. So, jetzt machen wir hier, machen wir das anders. Ups, hab ein Glas kaputt gemacht. Aber ich wollte ja eh die Tanks hinbauen. So, machen wir hier das Glas vor. Anne hat mir meinen Pit schon vorweggenommen. Schade aber auch. Ein Glas brauchen wir noch. Ich muss unbedingt mal Glas machen, aber man hat mir gesagt, wenn ich den Cobblestone in den Pulverizer reinhaue, kriege ich Sand raus. Yay, meine Tastatur buggt wiederum, ich kann im Chat nichts mehr schreiben. Also hole ich mir nochmal 2 Stacks Cobblestone. 100. Und ich schleiche schon wieder, yay. 2 Stacks Cobblestone sind, ach scheiß drauf, ich mach 200. So. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Cobblestone. Schleichst schon wieder, was? Ja, diesen Schleichbug. Drück die Schleichbug Taste nicht. Das ist wie mein Laufbug? Ja. Dass du instant gesneakt bist. Das ist so, wo ist der Pulverizer? Das ist auch das hier. Da passt nicht so viel rein, müssen wir das da oben reinpacken. Und zack, rein damit. Nein, nicht in den Ofen, in den Pulverizer! Nicht in den Ofen, in den Pulverizer! Hör doch auf! Gib mir das wieder! Was liegt denn hier rum? Was bist du denn für ein hässliches Skelett? Ich glaube, mein Rechner will mir sagen, ich soll nicht aufgehen, Kiste. Ich soll ins Bett gehen. Wieso? Jetzt kann ich auch schon wieder die Items nicht anklicken. Ich hasse es.
Ach, Woodchips habe ich hier doch drin, okay. Woodchips. Die tun wir mal raus. Quatsch, hier kommt. Ich glaube, die sind gerade alle in den Nether reingegangen und erwarten jetzt, dass ich den hinterher stiefel, aber den glauben ja nicht ernsthaft, dass ich alleine dann hinterhergehe, wenn die direkt hinter dem Portal warten. Nee, im Haus ist doch Schutz noch. Im Haus ist noch Schutz? Ja, ja. Das ist lustig, dann gehe ich da mal innen rein. Wenig Tanks, ich brauche mehr Tanks. Also nochmal mindestens, ob sie... Ich habe schon wieder dein Luggage aufgesammelt, Daniel. Acht. Echt? Damit. Wieso ja. machst du das immer? Ich habe keine Ahnung, wenn du die mal abbaust, wenn ich daneben stehe. Aber, aber schön, dass ich hätte besser nichts gesagt. Mal gucken, wann es dir aufgefallen wäre. Niemals wäre es mir ausgefallen. Ja, ich, also, ne, und so. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mehr Tanks, nochmal 8 Tanks. Okay, die können wir jetzt hier reinpacken. Nein! Achso, die Tanks gehen ja nicht kaputt, Gott sei Dank. Hä, wo sind jetzt die... Hatte ich nicht 8 gemacht? Cool, ich muss einfach nur mal Steam starten und jetzt kann ich auch wieder 10. Sachen anklicken. Juhu. 10, toll. Ob sie... 4. Ich mache halt wieder nur Mist, ich sehe ja schon, obwohl ich irgendwas anderes machen wollte. So, ja, genau. Bevor ich wieder irgendwelche Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht machen will. Man sollte die wichtigen Dinge tun. Ich wollte auf jeden Fall noch eine Sawmill bauen, das wollte ich machen. Wir wollten ja noch schauen wegen den Dingsies. Wir haben kurz hier ins Inventar gehen. Jetzt ein Tank von Abbau, und dann läuft da doch viel zu viel raus. Ich will gucken, wie passt denn einer immer rein? Passt gar nichts, super. So ein normaler Grinder war das, was wir brauchen, ne? Ja, jo. So ein Raw Plastic machte man über Rubber Bars und Rubber Bars kriegte man über. Krieg ich das Zeug denn jetzt hier hin? Raw Rubber und Carpenter's Prism Slope? Oh. Ball of Glue. Oh Mann. Rubberwood. Achso. Ich will nicht andauernd ins Menü. Das ist schon mal. Eine Kreissäge brauchst du dafür offensichtlich. Irgendein Ding, was eine Kreissäge ist, ein Gerät. Sawmill oder was? Sawmill dann, ja. Da, da rein und dann kriegst du aus Rubberwood auch. Genau, deswegen wollte ich eine Sawmill bauen, genau. Ja, 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 ja. Gib mir das. Okay, dann haben wir das ja. So, was brauchst du für Sawmill? So. Alles drin, perfekt. Weil was unsere Zuschauer nicht wissen, wir haben ja so ein Gemeinschaftsprojekt am Start. Ich habe noch nicht geguckt, ich muss gleich gucken. Can't equip a backpack while wearing a chestplate, achso. Dann lassen wir sie halt hier. Closed und Dust nehmen wir mit. Erst schmeißen wir bei Rubber rein. Und einmal abstürzen. Ach, hattest du jetzt hier irgendwo so ein Ding auf dem Dach, wo man das runterschmeißt dann quasi, oder nicht? Nee, hab ich nicht sowas. Wolltest du nicht so ein Item sammeln? Ja, sowas? Wollte ich noch machen. Auch noch, ne? So viel zu tun, so wenig Zeit. Ja, ja, ich vergesse dann auch immer einiges noch. Ich kenn das. Sieht das gut aus mit den Tanks da unten nebeneinander? Ich finde, das sieht gut aus, ja. Ist doch richtig angeberisch, wenn man reinkommt. Vor allem, wenn sie voll sind, dann sieht das, glaube ich, richtig geil aus. Ja, aber ich will die ja auch benutzen zwischendurch. Ja, ja, klar. Aber so kommt auch keiner dran jetzt von hier aus, ne? Das ist schon okay. Nein, das ist wichtig. Muss ja nicht irgendwer mal was klauen von draußen. So. Ich muss irgendwelche Fluiducts da oben bauen, ne? Genau, die hast du rausbummen. Fluiducts. Fluiducts. Wie kann man das Luggage denn jetzt wieder abbauen? Ihr Stück. Ja, mit Shift und Rechtsklick kannst du das abbauen. Soll ich mir das eben wiederholen? Und wo steckst denn du? Alles klar. Dani, wo ist dein Haus? Überhalb von Kadens neuem Haus. Nein. Nicht genug. Oberhalb, eins, ja. Oberhalb zwei, von Alex Haus. 3, 4. Ich brauche 2 neue Fluiducts. Müsstest du ja theoretisch hier sein. Oh, ich treffe das Ding nicht. Nee, hier so, bist du nicht. Das ist der Umbau, glaube ich. Genau. Hier. Das ist andere Haus hier. Ah, da! Dann bist du das doch. Ah, da bist du. Fluiduct. Ich kann nur sneaken und laufen im Moment. Fluiduct. Fluiduct. Ja. Opaque. Okay. So.
Kupfer, ja. Lead, Kupfer, okay. Nee, nicht einsammeln. Du hast es schon wieder eingesammelt. Ich habe kein Lead mehr. Ja. Kupfer. Ich kann nicht ins Inventar gerade. Irgendwie spinnt mein Minecraft. Ich drücke auf E für Inventar. Ich gebe sie dir später wieder. Nein. Ja, alles klar. Irgendwie backt mein Client gerade rum. Mein Obsidian-Herstellungsgerät braucht viel zu viel Lava auf einmal. Wieso ist das so? Auf. Weiß ich nicht. Gab es irgendwie einen Patch von den Dingsies? Nee, der andere läuft ja. Aber der Obsidian-Hersteller, der ist einfach, der frisst so viel Strom. Okay. So, einmal den Dachgarten abernten. Dachs, danke. Ich hab auch im Dachgarten. Na gut, auf deiner Seite. Ich kann ja heute nicht wirklich viel machen. Das ist blöd irgendwie. Aber die Folge ist eh in 8 Minuten zu Ende. Ja, was wolltest du jetzt noch machen? Was geht nicht? Kann ich ins Inventar und so. Ich drück E und mein Minecraft geht ins Pausenmenü. Wieso kann ich mein Tank nicht so einstellen, dass es da reinfließt? Achso, das ist doof. Ich kann nur sneakend laufen. Das ist auch richtig, doof. Richtig blöd ist das. Meine Windows-Suche auf. Nicht nur W drücke. Der Schalter ist da, ja. Keine Ahnung. Das ist gut. Keine Ahnung. Reis einmal abenden. Lass mal alles einsortieren hier. Ja, danke. Und dann pflanzen wir Reis an. Reis? Ja, Reis habe ich auch und Unmengen. Item Duct, ich brauche. Was brauche ich denn jetzt? Ach so, ein Schalter noch. Ein Schalter. Ah, oh, ich kann wieder normal laufen. Yeah. Juhu! Habe ich irgendwie Kannst Sticks noch zu tun? Oder? Oh, geil. Sollte auch funktionieren, ja. Gib mir die Sticks. Gut, dann komme ich gleich nochmal eben zu dir und dann hole ich mir mein Kistchen wieder ab. Bei Alex? Nee, ich bin auf meinem Dachgarten gerade. Also. Sind nicht immer alle bei mir? Nee. Keine Zeit für immer bei ihm zu sein. Ich muss meinen Reis ja auch ernten und so. Er mag es nicht mehr bei mir. Aus Marble Cobblestone hat Julia die Treppe gebaut. So. Ja, irgendwann mal Marble Cobblestone Farben und mal eine Treppe nach ganz. Ist das da drin? Meins ist ja auch hier aus Cobblestone, also aus Marble. Und dann allerdings nicht Cobblestone, sondern halt gechiselt. Ja, ich wollte halt dann einheitlich machen, dann quasi direkt von Julias Treppe aus den Weg mit Treppe nach ganz unten legen. Macht Sinn, falls man mal die Strafe bekommt, nicht fliegen zu dürfen, ist das richtig. Ganz gut. So, da steckt sie. Hallo, Kiste, guten Tag. Jetzt mein Lava-Ding auch noch dahin baue. Was gibt's noch für Flüssigkeiten? Yay, danke. Guck mal. Was? Ja, wie? Was? Sekunde, ich bin schon wieder fast weg gewesen. Kann man irgendwie, wenn man nur Dreck hat, irgendwie da auch Wiese drauf? Okay. Bohrmehl, ne? Einmal Bohrmehl draufhauen und dann ist alles da, ne? Ja, müsste eigentlich. Das ist den ja geil. Den haben wir am Mittwoch in der Aufnahme gekillt. Sehr cool. Muss man den beschwören oder sowas? Oder? Ja. Und weißt du, die Jungs hauen drauf. Ich halt mich raus. Der Letzter backt Schlag. Sich hier in dem Wasser fest. Zwei Schläge mit dem Dia-Schwert. Und er war tot. Ich kann mit dem Bohrmehl nicht auf die Erde hauen. Ja, warum nicht? Geht nicht. Ja, grazi. Bohrmehl auf Erde müsste eigentlich gehen. Ist Dings drauf? Gras oder ist nur Dirt? Ist nichts, nur Dirt. Nee, dann geht das glaube ich nicht. Du musst glaube ich Gras drauf haben, damit das geht. Hat jemand Silk Touch? Warte mal eben. Nee, Silk Touch. Du musst hier die übliche Grastreppe bauen. Ja, hier ist aber kein Gras in der Nähe. Hier in unserer Stadt. Bei mir oben in meinem Waldbaum-Dingsbums. Echt? Baumwald, ja. Aber es dauert ewig, bis es bei mir ist. Das stimmt. Naja, dann baue ich mir lieber vor Silk Touch. So, ich habe auch gar keinen Verzauberungsraum, aber macht ja nichts. Cotton. Man sieht's. So, wie sieht jetzt hier mein Dings aus? Okay. Silk Touch kannst du ja bestimmt auch mit Dings drauf machen. Mit Tinkers. Gibt bestimmt auch irgendein Erz, was, womit du dann Silk Touch drauf machen kannst. Kann ich die Lava-Zufuhr? Nee, wir wissen das sowieso nicht. Ich wollte fragen, ob ich das irgendwie einstellen kann, wie viel mein Lava-Fabrikator abgibt. Aber das werdet ihr nicht wissen. Nee,
Ich muss überhaupt eh nochmal Dings bauen, bevor ich irgendwelche Fragen beantworten kann in die Richtung. Also selbst so eine ewige Energiequelle habe ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Wollte ich mir eigentlich noch bauen. Aber ich will noch so viele Sachen holen und bauen irgendwie. Das Reis kann da auch irgendwie rumflimmern, oder? Toll, ich bin so ein Experte. Kann aber hier in der Maschine was umstellen. Moment, das muss ich nochmal angucken. Manchen Tagen bin ich ein Experte. Enable Low, was ist das denn hier? Nee, das ist nur das. Configuration, das leider ist nicht. Das. Was ist das? Kann ich auch noch alles reinschmeißen bei dir? Ich könnte. Hat sich das Spiel gerade verkleinert? Bei mir hat sich gerade das Spiel verkleinert. Was ist das denn? Lass hier in den Tank reinfließen, das ist dann doch eine Säge. Komm. King Slime? Was ist denn King Slime? Und da oben gerade. Ach so. Lol, mein Dings ist King Slime, okay. So, Entschuldigung für die kleine Verwirrung an meine Zuschauer. Ich war gerade irgendwie, wurde ich minimiert und so. Ganz komisch. So, man konnte mal nicht aus. Ja, ich wurde minimiert, ich armes Tuk-Tuk, ich. Was wollte ich sagen? Achso, wenn man einen Miniature-Hard hat, kann man daraus schon einen Hard-Container bauen oder. Wie ist das? Oder brauche ich mehr als ein Herz dafür? Das weiß ich nicht. Ich habe ein paar Herzen, aber das sind so Sachen, die solltest du nicht aus meinem Lager nehmen. Ja, okay. Sind die gerade im Nether gerade, die drei, oder? Zumindest könnte es sein. Weiß es nicht genau. Kill Action oder was? King Slime? Wieso habe ich hier die Anzeige von King Slime? Ja, weil hier draußen ein Riesenschleim ist, ein Riesenschleim. Ja, dann lass das den mal eben schnell killen oder was? Oder wie? Hab ich schon, One Hit. Gerade eben gekillt. Wo war der? Hier im Wasser, wo ich wollte gerade die Minions beschwören. Der hat eine Schlaufel, King Slime Schaufel habe ich jetzt. Eine King Slime Geil! Was macht die? Nix, das ist einfach eine King Slime. Keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall cool. Bist du hier, ja? Ja. Ja, ich bin gerade bei dir. Fallen die von da oben runter oder was? Die sind noch mehr von diesen Schleimzonen. Die fallen von da oben runter, weil die da spawnen und da ist kein Zaun oder sowas drumrum. Und auf deswegen, der Insel, ne? Ja, genau. Und deswegen quasi fallen die hier unten ins Wasser. Aber King Slime habe ich auch noch nie gesehen irgendwie. Schade, der war schon tot, als du draufgestanden hast. Ja, ein Schlag halt. King Slime Shuffle. Was macht die? Keine Ahnung. Die besonders schnell cooles wird schon sein. Nee, besonders schnell ist die auch nicht. Wir sind jetzt bei 28. Okay. Ja, ich wollte auch eben Minions beschwören. Ja, ich will mal eben ins Haus rollen. Wer schießt auf mich? Ach, das Skelett, ich dachte. Ich? Grad, was ist denn hier gerade los, ey? Ist gleich Bambule gegeben hier. Ah, die dürfen uns eh nicht angreifen. Die sind Level 4, wir sind Level 3. Stimmt. Dann ist es eigentlich wirklich, Eigentlich müssten wir nicht angreifen. So, jetzt. Müssten wir langsam. Was hat Frame hier oben? Läuft das gebaut? Ist das von Frame hier oben oder von wem ist das? Unter Frames Haus. Warte. Was ist das? Da ist keine Farbe dran. Wem gehört das? Keim. Das wird wahrscheinlich von Frame sein, nehme ich mal stark an. Das in der Luft? Ja. Ein Luftschiff. Das ist mein Luftschiff, das ist ihm beim Testen Stimmt. am Mittwoch in der Aufnahme nur nach unten gesackt. Das war eigentlich oben an dieser ominösen Treppe. Richtig, Kahn hat das auch vererbt gekriegt. So, wir müssen aber leider die Folge mal eben beenden. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich werde das mal machen. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.